Heute möchte ich ein wiederverwendbares Ohrstäbchen, meine Idee und meine Ausführung kurz vorstellen. Ich habe es Ohrpfeil genannt. Es besteht aus einem Stückchen. Das Stückchen stelle ich entweder aus Weide oder aus Birke her. Und hier habe ich mir so eine schöne Gravur noch überlegt. Und hier das obere Teil, Spitzchen genannt, nähe ich entweder aus bunter Baumwolle oder aus Leinenstoff. Und die Geometrie habe ich mir so überlegt, so dass man es noch zusätzlich hier halten kann, während man Öhrchen putzt. Und zweitens die Geometrie und die Größe so, weil ich es wieder in der Waschmaschine finden wollte. Ja, aber in der Regel wasche ich es auch per Hand. Der große Vorteil von dieser Variante von Ohrstäbchen ist, dass man gar keine Abfälle dabei generiert und natürlich ganz viele Rohstoffe geschont werden. Ich habe diesen Gegenstand im Winter 2018 konstruiert und seitdem nutze ich es. Es hat sich so gut bewährt, dass ich jetzt es auch weitergeben möchte und in meinem Online-Shop verkaufen möchte. Ich finde, es ist auch ein tolles Geschenk. Man kann dann ein Rätsel daraus machen. Was ist das eigentlich? Und was kann man damit machen? Ne? Also nur Freude habe ich mit diesem Gegenstand. Und ich glaube, dass nicht nur ich es haben werde, sondern jeder Nutzer oder jeder Beschenkte. Dann lade ich Sie herzlich zu meinem Online-Shop ein und schicke schöne Grüße aus Polen. Ciao.